Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen vermissten Fall aus den USA aus dem Jahr 2002. Joshua Gilmand, ein Student der St. John's University in Collegeville in Minnesota, ging am Samstagabend, dem 9. November 2002, mit einigen seiner Freunde auf eine Party. Es handelte sich um ein kleines Treffen von weniger als 10 Personen, das in einem Zimmer des Wohnheims Mettenkirch stattfand. Joshua ließ den Raum kurz vor Mitternacht und seine Freundin nahm an, dass er auf den Flur ging, um die Toilette zu benutzen. Als er nach 15 Minuten nicht zurückkam, fragten sie sich, ob er beschlossen hatte, in seine Wohnung auf dem Campus zurückzukehren. Sie versuchten, ihn dort anzurufen. Als sie keine Antwort erhielten, dachten sie, dass er bereits schlief. Josh schlief jedoch nicht. Und er kam nie in seine Wohnung zurück. Er wurde nie wieder gesehen. Josh wuchs in Maple Lake, Minnesota auf. Er studierte Politikwissenschaften an der St. John's University und war ein beliebter Student mit vielen Freunden. St. John's war eine ziemlich kleine Schule mit etwa 1850 Studenten. Sie lag 75 Meilen nordwestlich von Minneapolis und bot eine ruhige und beschauliche Lernumgebung. Umgeben von großen Wäldern und einer Reihe von Seen scherzten die Studenten oft, dass sie durch einen Kiefernvorhang vom Rest der Gesellschaft getrennt seien. Sie betrachteten ihren Campus als einen utopischen Ort und dachten selten über Sicherheit nach. Josh plante nach seinem Abschluss eine Zukunft in der Politik. Er war Schatzmeister der Juristenvereinigung und Co-Kapitän des Teams für Scheinprozesse an der Universität. Als ausgezeichneter Student galt er als verantwortungsbewusst, logisch und sehr organisiert. Er gab anderen Studenten Nachhilfe und liebte es, stundenlang über politische und rechtliche Fragen zu debattieren. Seine Großmutter hatte zwei Amtszeiten im Repräsentantenhaus von Minnesota verbracht und Josh wollte in ihre Fußstapfen treten. Er benutzte sogar Senator Josh als seinen E-Mail-Namen. Den Nachmittag vor der Party verbrachte Josh mit der Arbeit an einem Aufsatz, den er über Alexander Hamilton schrieb. Danach entspannte er sich einige Stunden lang mit ein paar Freunden in seiner Wohnung, trank Bier und sprach über die Zukunft. Gegen 23 Uhr beschloss die Gruppe, sich mit ein paar anderen Freunden zu treffen. Sie verließen also Joshs Wohnung im St. Noah House und gingen die kurze Strecke über den Campus zum Mettenkirch. Dort tranken sie weiter Bier und spielten ein paar Kartenspiele. Freunde sahen Josh etwa 30 Minuten nach seiner Ankunft den Raum verlassen und nahmen an, dass er nun auf die Toilette gehen wollte. Niemand berichtete, Josh beim Verlassen von Mettenkirch gesehen zu haben. Und niemand konnte sich daran erinnern, ihn auf dem Weg zurück in seine Wohnung gesehen zu haben. Was er tat, nachdem er das Zimmer seines Freundes verlassen hatte, ist völlig unbekannt. Josh sollte am nächsten Nachmittag um 14:30 Uhr an einem Treffen für Scheinprozesse teilnehmen. Als er nicht erschien, versuchten mehrere seiner Kollegen, ihn in seiner Wohnung zu erreichen, bekamen aber keine Antwort. Es war untypisch für Josh, Sitzungen zu versäumen, sodass seine Freunde sofort befürchteten, dass etwas nicht stimmte. Nachdem sie ihre Notizen verglichen hatten, stellten sie fest, dass niemand Josh seit dem Vorabend gesehen hat. Sein Auto stand immer noch auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz und in seiner Wohnung schien nicht zu fehlen. Besorgt alarmierten sie die Campuspolizei, weil sie glaubten, Josh sei verschwunden. Die Campuspolizei war zunächst nicht beunruhigt. Es war zwar untypisch für Josh zu verschwinden, aber er war ein 20-jähriger College-Student. Sie nahmen an, dass er sich einfach mit ein paar Freunden getroffen hatte und für die Nacht verschwunden war. Sie durchsuchten in dieser Nacht flüchtig den Campus, fanden aber nichts, was darauf hindeutete, wohin Josh gegangen sein konnte. Joshs Freunde und Mitschüler hofften, dass er am nächsten Tag mit einer guten Geschichte darüber auftauchen würde, wo er gewesen war. Als er am Montagmorgen im Unterricht fehlte, wussten sie, dass etwas nicht stimmte. Sie riefen das Stearns County Sheriff's Department an und meldeten Josh als vermisst. Die Beamten führten an diesem Tag eine groß angelegte Suche nach Josh durch und durchquerten das gesamte 2400 Hektar große Gelände des St. John's Campus sowie 700 Hektar angrenzendes Waldgebiet. Suchhunde wurden eingesetzt, um herauszufinden, wohin Josh gegangen sein könnte, als er Mettenkirch verließ. Um zurück zu seiner Wohnung im St. Mauer House zu gelangen, hätte Josh den Stump Lake über eine von zwei Brücken überqueren müssen. Nachdem Spürhunde seine Fährte in der Nähe des Durchlasses am östlichen Ende des Strumpfsees aufgenommen hatten, befürchteten die Einsatzkräfte, dass Josh in den See gefallen sein könnte. Obwohl das Wasser relativ ruhig war, lag die Wassertemperatur
nur wenige Grade über dem Gefrierpunkt. Wenn Josh hineingefallen wäre, hätte er nicht lange überleben können. Eine umfangreiche Durchsuchung des Sees erbrachte keine Hinweise darauf, dass Josh im Wasser war. Aber die Polizei wollte das Gebiet weiterhin überwachen. Ein Hubschrauber der Minnesota State Patrol überflog den Campus mit Infrarotradar, fand aber nichts, was für die Suche relevant gewesen wäre. Hilfs-Sheriffs zu Pferd durchsuchten die Waldgebiete rund um den Campus und Freiwillige halfen bei der Durchsuchung des Geländes. Die Polizei kontaktierte alle Jäger, die am Sonntagnachmittag an einer kontrollierten Hirschjagd in der Nähe des Campus teilgenommen hatten. Aber keiner von ihnen hatte etwas Ungewöhnliches in den Wäldern gesehen. Josh Eltern trafen am Montagnachmittag in der Universität ein und baten unter Tränen um Informationen darüber, was mit ihrem Sohn geschehen war. Brian Diamond verbrachte die nächsten Nächte damit, in der Wohnung seines Sohnes zu schlafen, mit Studenten über Josh zu sprechen und Ideen für mögliche Suchgebiete zu sammeln. Er nahm an mehreren Pressekonferenzen teil und appellierte an die Anwohner, ihre Grundstücke nach Hinweisen auf den Verbleib von Josh zu durchsuchen. Er war überzeugt, dass Josh entführt worden war. Die Polizei fand keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen und ging davon aus, dass Josh höchstwahrscheinlich in den See gefallen und ertrunken war. Sie wiesen darauf hin, dass Josh vor seinem Verschwinden getrunken hatte und möglicherweise ins Wasser gestolpert und zu betrunken gewesen war, um wieder hinauszukommen. Seine Freunde stellten jedoch fest, dass Josh in dieser Nacht überhaupt nicht beeinträchtigt zu sein schien. Sie gaben zu, dass er etwa 10 Bier getrunken hatte, aber dies im Laufe von 6 Stunden. Und auf dem Weg zum Mettenkurt, weniger als eine Stunde vor seinem Verschwinden, schien er völlig nüchtern zu sein. Mitglieder der Nationalgarde wurden am Mittwoch auf den Campus geschickt und durchsuchten das gesamte Gelände ein zweites Mal, um sicherzustellen, dass bei der ersten Suche nichts übersehen worden war. Die Universität gestattete den Strafverfolgungsbehörden den Zugang zu allen Gebäuden auf dem Campus, einschließlich Schlafsälen, Unterrichtsräumen und der Abtei. Für die Durchsuchung der privaten Wohnräume der Priester, die sich in der Abtei aufhielten, wäre normalerweise ein Durchsuchungsbefehl erforderlich gewesen. Aber die Schule gewährte der Nationalgarde ungehinderten Zugang zu den Räumlichkeiten und kooperierte voll und ganz bei den Ermittlungen zu Joshs Verschwinden. Es wurde nichts gefunden, was darauf hindeutete, dass Josh irgendwo auf dem Campus festgehalten wurde. Im Laufe von 3 Tagen wurde ein Gebiet von 20 Quadratmeilen mehrmals gründlich durchsucht, aber es wurde nichts gefunden. Die Polizei war immer mehr überzeugt, dass Josh in einem der Seen auf dem Campus gefunden werden würde. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Universität wurde der Wasserstand des Dampfsees gesenkt. Obwohl der See relativ flach war, war das Wasser nicht sehr trüb. Taucher wurden mehrmals erfolglos eingesetzt, sodass der See nach dem Absenken des Wasserspiegels geschleppt wurde. Auch hier gibt es keine Hinweise darauf, dass Josh im Stumpfsee war. Eine Woche später wurden erneut Taucher in den See geschickt, diesmal mit einem Side-Scan-Sonargerät, das ihnen einen detaillierten Blick auf den Seegrund lieferte. Sie fanden keine Spuren von Josh. Die Ermittler befragten Josh Familie, Freunde und Klassenkameraden, fanden aber nichts, was darauf hindeutete, dass er sein Verschwinden selbst geplant hatte. Er war auf dem Campus dafür bekannt, verantwortungsbewusst und besonnen zu sein. Und er war in allen seinen Kursen gut. Eine Durchsuchung seines Computers ergab nichts. In seinem Suchverlauf war nichts Belastendes zu finden. Und er bevorzugte Websites mit Humor und politischen Diskussionsgruppen. Es wurden mehrere Artikel gefunden, die er am Nachmittag vor seinem Verschwinden heruntergeladen hatte und die sich alle auf seine Forschungsarbeit für Alexander Hamilton bezogen. Während Josh Eltern weiterhin glaubten, dass er vom Campus entführt worden war, neigte die Polizei noch zu der Theorie, dass er in einen See gefallen und ertrunken war. Sie wiesen darauf hin, dass, falls er im Wasser gelandet war, das Wetter eine große Rolle bei der Bergung seiner Leiche spielen würde. Wenn die Lufttemperatur konstant blieb, glaubten sie, dass er innerhalb von 1 oder 2 Tagen an die Oberfläche schwimmen könnte. Sollten die Temperaturen jedoch sinken, würde sich auf der Oberfläche des Sees Eis bilden und dein Körper könnte bis zum Tauwetter im Frühjahr unter Wasser gefangen bleiben. In der zweiten Woche der Suche war der See bereits zugefroren, aber die Polizei suchte weiter in der Umgebung des Sees, weil sie überzeugt war, Josh dort zu finden. Obwohl in den Weihnachtsferien nur wenig unternommen wurde, kehrten die Beamten am 8. Januar auf den Campus zurück und schickten ein Tauchteam in den Gemini Lake, der an das Gebiet angrenzte, in dem Josh zuletzt gesehen wurde. Aus seinem Weg von Mettenkurt zum St. Maurer House hätte Josh eine Brücke in der Nähe eines Durchlasses überquert,
der vom Stump Lake zum Gemini Lake führt. Da die umfangreiche Suche im Stump Lake keine Spur von Josh ergeben hatte, hielten die Ermittler es für möglich, dass er gestürzt und im Gemini Lake gelandet sein könnte. Leider war diese Suche ebenso erfolglos wie alle vorherigen. Im April wurde die Suche nach Josh wieder aufgenommen. Sein Vater nahm sich eine Auszeit von der Arbeit und verbrachte Stunden mit Kajakfahrten auf den Seen des Campus, um nach Antworten zu suchen. Er glaubte immer noch, dass Josh entführt worden war. Aber er blieb offen und wusste, dass es eine Möglichkeit gab, dass der See endlich seine Geheimnisse preisgab. Er überwachte jeden Tag sorgfältig die Wassertemperatur und selbst im wärmeren Wasser gab es keine Hinweise auf seinen Sohn. Im Mai kam die Trident Foundation auf den Campus, um ihre eigene Suche durchzuführen. Die Stiftung, die als führende Autorität auf dem Gebiet der Wassersuche und Rettung gilt, war zuversichtlich, dass sie Josh finden würde, wenn er tatsächlich im Wasser wäre. Tagelang schickten sie Taucher in den See, die sie mit Spezialausrüstung bei ihrer Suche unterstützten. Sie suchten einen See nach dem anderen auf dem Campus ab und stellten fest, dass Josh nicht da war. Der Geschäftsführer der Organisation teilte der Polizei mit, dass er empfehle, die Suche in eine andere Richtung zu lenken. Josh sei nicht in einen der Seen gefallen. Für Josh Eltern bestätigte die Trident-Suche einfach, was sie bereits wussten. Josh war nicht auf dem Campus. Irgendetwas muss ihm in dieser Nacht zugestoßen sein, das es ihm unmöglich machte, nach Hause zu kommen. Die Ermittler waren ratlos. Sie hatten jeden befragt, der in der Nacht, in der Josh verschwand, auf dem Campus gewesen war. Und niemand hatte etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört. Sie waren sich sicher, dass Josh sein Verschwinden nicht selbst inszeniert hatte, und auch die Vorstellung, dass er in einem der Seen ertrunken war, erschien ihnen unmöglich. Sie waren bereit, die Möglichkeiten eines Verbrechens in Betracht zu ziehen, hatten aber keine Beweise, die in irgendeine Richtung wiesen. Die Ermittlungen gerieten in Stocken. Die Studenten von St. John's fühlten sich auf dem isolierten Campus nicht mehr so sicher wie früher. Es wurde geflüstert, was mit Josh passiert sein könnte, und die Gerüchteküche brodelte. Eines davon drehte sich um die Priester, die in der Abtei auf dem Campus leben. Einige von ihnen waren dafür bekannt, dass sie viel tranken, und einige Studenten glaubten, dass einer von ihnen zu dem Zeitpunkt, als Josh zu seiner Wohnung zurückging, auf dem Rückweg zum Campus war und ihn versehentlich überfahren und dann die Leiche versteckt hatte, um nicht wegen Trunkenheit am Steuer belangt zu werden. Obwohl sich das Gerücht wie ein Lauffeuer verbreitete, fand die Polizei nichts, was auf einen Unfall und eine Fahrerflucht hindeutete. Ein Unfall, der so heftig ist, dass er zum Tode führt, hinterlässt in der Regel nur geringe Spuren von Beweisen. Es wurden weder Blut noch Autoteile gefunden, die darauf hindeuteten, dass Josh angefahren worden war. Trotz der Bemühungen von Familie und Freunden, die Ermittlungen aufrechtzuerhalten, kam der Fall schließlich zum Erliegen. Sporadische Suchaktionen wurden weiterhin durchgeführt, bald neue Hinweise eingingen, aber nichts brachte die Polizei dem Auffinden von Josh näher. Im Jahr 2011 spendete Lama Outdoor Adventures der Familie Gilmont zwei Plakatwände, die entlang der Highways in Stearns County aufgestellt wurden, um Menschen daran zu erinnern, dass Josh immer noch vermisst wurde. Es gingen ein paar Hinweise ein, aber nichts, was die Ermittlung voranbrachte. Josh Kreditkarten wurden nie benutzt und auch sein Bankkonto ist unangetastet geblieben. Die Ermittler überwachten seine Sozialversicherungsnummer, die nie benutzt wurde. Sein Verschwinden bleibt eines der großen Rätsel von Minnesota. Aber die Polizei glaubt, dass es jemanden gibt, der weiß, was mit Josh geschehen ist und der die nötigen Informationen liefern kann, um den Fall zu lösen und der Familie Gilmont den lang ersehnten Abschluss zu ermöglichen. Joshua Gilmont war 20 Jahre alt, als er im Jahr 2002 verschwand. Er hatte blondes Haar und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 1,70 Meter groß und wog etwa 70 Kilo. Er hatte eine 5 cm lange Narbe auf seiner Schulter und trug normalerweise eine Brille oder Kontaktlinsen. Zuletzt wurde er mit einem grauen Kapuzen-Sweatshirt und blauen Jeans gesehen. Ja, das ist schon ein recht mysteriöser Fall, auf dem Campus zu verschwinden. Aber das kommt gar nicht so selten vor, wenn wir uns auch viele ältere Fälle mal angucken. Da sind schon viele Studenten auf dem Campus verschwunden bzw. auch getötet worden. Also kein absolut sicherer Ort. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!